Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Final Fantasy XIV Dungeon Guide. Heute machen wir den Belzerwall, den letzten in der Heavensward Expansion und viel Spaß! Bei diesen Dungeons solltet ihr mit Pullen ein bisschen aufpassen, wenn ihr der Tank seid, denn wenn der Heiler nicht hinterherkommt oder ihr auch einfach nicht gut genug equipped seid, dann kann das hier sehr schnell ein Ende nehmen. Also macht lieber zwischenzeitlich Stops und nehmt nicht zu viel Gegner, denn das kann hier wirklich schnell enden. Ansonsten haben wir hier eine Vierergruppe, die ich hier immer ein bisschen weiterziehe. Denn hier sind einzelne Gegner und über die Brücke kommen auch nochmal drei Gegner sofort gelaufen. Hier mache ich dann auch meinen ersten Stopp, denn das ist ja für die erste Runde oder auch für die meisten Tanks und Heiler die bequemste Art. Danach haben wir nochmal einen einzelnen Gegner, die wir hier auch weiterziehen können. Denn hier erscheint nochmal eine Dreiergruppe, die hier kein Problem sind. Durch das Tor durch haben wir hier nochmal drei Gegner. Es spawnen hier nochmal zwei zusätzlich, die sich mit einem Mitspieler verbinden. Aber die könnt ihr ganz normal einfach besiegen. Der Magitek Predator ist unser erster Boss in diesem Dungeon. Die Magitek-Laue verursacht Schaden auf den Tank. Nach einer Weile spawnen zwei Adds, die sich mit Mitspielern verbinden und die auch schnellstmöglich besiegt werden wollen, denn die Mitspieler bekommen kontinuierlich Schaden. Zusätzlich macht der Boss den Magitek Laser auf einen weiteren zufälligen Mitspieler. Diesen gilt es auszuweichen. Zusätzlich bekommt noch ein Spieler einen Marker. Mit diesem Marker lauft ihr aus der Gruppe hinaus. Und ab hier werden sich die Fähigkeiten nur noch wiederholen. Also einfach alles abarbeiten und dann ist dieser Boss auch schnell besiegt. Nach dem ersten Bosskampf kommen wir auf eine Plattform. Jetzt gibt es eine Besonderheit, wir laufen nicht zu den Gegnern, die Gegner kommen zu uns. Auf dem ersten Transportband kommen viele kleine Gegner auf uns zu, auf dem zweiten Transportband noch ein Gegner. Die sollten hier alle kein Problem darstellen. Danach kommt eine Dreiergruppe größerer Gegner, wo man ein bisschen mit AOE-Flächen aufpassen sollte. Und danach haben wir das gleiche nochmal, das heißt nochmal zwei Transportbänder und nochmal eine Dreiergruppe große Gegner, bevor es dann zu Boss Nummer 2 geht. Boss Nummer 2 nennt sich Panzerwaffe. Raketenwerfer macht Schaden auf die ganze Gruppe. Beim dynamischen Störsender müsst ihr ein bisschen aufpassen, denn solange ihr den Debuff auf Bewährung habt, dürft ihr euch nicht bewegen, keine Fähigkeiten ausführen und auch keine Auto-Attack ausführen, denn sonst bekommt ihr großen Schaden ab. Diffraktiver Laser wählt einen Mitspieler aus, der einen Flächeneffekt ablegen muss. Magitek Bit lässt Drohnen erscheinen auf den Seiten, die über die ganze Fläche ein spezielles Muster an Flächeneffekt machen. Ihr stellt euch da rein, wo ihr eben nicht betroffen seid und auch keinen Schaden bekommt. Ab hier wiederholen sich die Fähigkeiten des Bosses nur noch. Bei dem Zauber Magitek Bit sei noch gesagt, dass auch andere Adds spawnen können, Adds, die ihr einfach nur besiegen müsst, aber die sollten auch hier kein Problem darstellen. Nach Boss Nummer 2 geht es auf dem Wall weiter mit dieser Vierergruppe. Die müsst ihr hier auch zuerst besiegen, weil es sonst nicht weitergeht. Danach könnt ihr, wie ich es hier gemacht habe, die restlichen Gegner bis zum Ende durchziehen als Tank. Wenn ihr denn gut genug seid oder euch gut genug fühlt und der Heiler natürlich auch mitmacht. Denn so spart euch jede Menge Arbeit. Ansonsten macht die Gegner kleinweise. Und ja, dann haben wir auch schon den Endboss. Hilbert beginnt seinen Kampf mit einem Greifenschnabel, der ein Gruppendamage ist. Danach kommt der Blendpulver, bei dem ihr vom Boss weggucken müsst.
Bei der Sanguis-Klinge müsst ihr auf die Seite laufen, wo Ilbert hinspringt, um dort nicht von dem Flächeneffekt getroffen zu werden. Greifenklaue macht großen Schaden auf den Tank. Löwenkopf lässt einige Schwerter auf dem Feld erscheinen. Hier ist es wichtig, dass ihr euch als Gruppe einig seid und ein Schwert besiegt, um eine Fläche freizukriegen. Ich nehme in dem Fall immer das mittlere Schwert, das ist am einfachsten. Passt trotzdem auf Ilbert auf, denn Ilbert macht hier zusätzlich einen Blendpulverzauber, also guckt hier auch weg vom Boss. Mit dem beherzten Tritt stoßt er einen zufälligen Mitspieler in eine Richtung. Nachdem die Schwerter explodieren, passt ein bisschen drauf auf, denn es kommt danach gleich nochmal einmal die Sanguis-Klinge. Die Eisenkette bindet einen zufälligen Mitspieler, meist der Heiler, in eben Eisenketten. Diese Eisenketten müsst ihr schnellstmöglich besiegen, damit der Heiler oder der zufällige Mitspieler nicht stirbt. Und ab hier werden sich die Fähigkeiten des Bosses nur noch wiederholen. Es wird alles ein bisschen undurchschaubarer, ihr müsst ein bisschen mehr darauf aufpassen. Er springt öfters hin und her vor der Sanguis-Klinge. Aber ansonsten, wenn ihr das alles abarbeitet und die Mechaniken kennt, dann sollte das hier alles kein Problem sein. Und ihr habt hiermit den letzten Dungeon von Heavensward geschafft. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Guide etwas weiterhelfen. Ich würde mich über ein Abo, ein Like freuen. Schaut auch auf Twitch vorbei. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Also bis dahin, ciao, ciao.